Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nessie und dieses Video dreht sich um Weihnachtsfilme, Nostalgiefaktor hoch 1000. Weihnachtsfilme und Weihnachtsserien, die ich jedes Jahr an Weihnachten sehe. Sind richtige Klassiker dabei und vielleicht auch ein bisschen was Neues. Bevor ich aber meine persönlichen Favoriten euch nenne, würde es mich interessieren, was eure persönlichen Favoriten sind. Was sind die Filme oder die Weihnachtsserien, die ihr jedes Jahr an Weihnachten, Adventszeit, Silvesterzeit schaut? Haut in die Tasten. Ich bin gespannt. Mein persönlicher Favorit, oder besser die Filmreihe, ist Santa Claus, Freunde. Ich liebe es einfach nur. Den ersten Teil suchte ich jedes Jahr. Wirklich jedes Jahr. Ich habe den ersten Teil, eine schöne Bescherung, damals als VHS-Kassette bekommen. Ja, haltet euch fest, VHS-Kassette, wow. Ihr merkt, das ist schon ziemlich lange her. Den zweiten Teil, eine noch schönere Bescherung, habe ich mir dann irgendwann mal auf DVD geholt. Ist jetzt auch ein bisschen schon wieder her. Und der dritte Film, eine frostige Bescherung, habe ich auch als DVD, aber gucke ich tatsächlich irgendwie gefühlt nie. Aber ist auch wirklich mega, mega schön, der Film. Aber ich suchte einfach jedes Jahr eine schöne Bescherung. Santa Claus ist der Film schlechthin. Boah, Freunde, wirklich. Nummer 1. Und wie gesagt, Teil 2 schaue ich alle 2 bis 3 Jahre ungefähr. Und eine frostige Bescherung habe ich bis jetzt 2-mal in meinem ganzen Leben gesehen. Aber ist auch echt schön. Der zweite Film, beziehungsweise die zweite Filmreihe, die ich jedes Jahr suchte und die wahrscheinlich auch wirklich jeder von euch kennt. Kevin! Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York. Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Kevin, Nostalgie pur, läuft auf und ab in der Weihnachtszeit, Adventszeit, im Fernseher, falls ihr noch Fernsehmenschen seid. Seid ihr eigentlich eher so Team Fernseher oder eher so Team Streamingdienste, DVDs und so ein Zeugs? Denn ich persönlich schaue eigentlich immer nur mit meiner Familie Fernsehen, weil die immer gerne Fernsehen gucken. Tipp Nummer 3, beziehungsweise Filmtipp Nummer 3, die ich jedes Jahr an Weihnachten gucke, ist ziemlich neu. Deshalb, seitdem es die gibt, gucke ich das jedes Jahr an Weihnachten. Und zwar ist es A Christmas Prince. Ist ein Netflix Original und es ist super, super schnulzig und es ist ein richtiger Frauenfilm eigentlich. Finde ich persönlich zumindest. Vielleicht ist ja auch was für euch Jungs. Boah, Freunde, ich liebe es einfach. Aber schaut euch auf keinen Fall den Trailer an. Schaut euch einfach den Film an, denn sobald ihr euch den Trailer anschaut, seid ihr so gespoilert, dass ja den ganzen Film schon kennt. Deshalb schaut euch einfach nicht den Trailer an. Es ist ein richtig schöner Film. Es ist so ähnlich ungefähr wie Prinzessinnentausch mit Vanessa Hudgens. Den ersten Teil, den gibt es ja schon ein bisschen länger, glaube ich. Und tatsächlich, bevor ich dieses Video angefangen habe, war ich ganz kurz nochmal am Handy, habe nochmal YouTube geguckt und mir wurde tatsächlich Teil 2 empfohlen. Also zumindest der Trailer wurde mir empfohlen. Kommt anscheinend dieses Jahr, also Augen auf für diejenigen, die sich für Prinzessinnentausch interessieren. Denn ich habe auch Zuschauer auf meinem Discord-Server gefragt, was für Weihnachtsfilme sie denn immer schauen. Auch um recherchieren für dieses Video, dass ich nicht irgendwas vergesse, irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Und da kam tatsächlich mehrfach Prinzessinnentausch. Also schaut doch mal vorbei. Übrigens solltet ihr auch auf meinem Discord-Server vorbeischauen. Also einfach mal unten in der Videobeschreibung nach Discord-Server suchen und einfach mal joinen. Denn wir quatschen da über ganz, ganz viele andere Themen auch. Unter anderem natürlich auch über Filme und Serien. Und wir sind eine sehr, sehr aktive Community. Also joint, um nichts mehr zu verpassen. Eine Serie, die auch ganz, ganz häufig genannt worden ist oder halt auch von mir auch vorgeschlagen worden ist, beziehungsweise ich hatte auch gefragt, ist Weihnachtsmann und Co. KG, denn das ist tatsächlich die Serie meiner Kindheit in der Advents- und Weihnachtszeit. Ich kenne jede einzelne Folge nicht auswendig, aber ich kenne sie echt mega, mega gut. Und jedes Jahr an Weihnachten, egal wie alt man ist, Freunde, das innere Kind verliert man nie. Die Folgen gibt es auch auf YouTube, teilweise zumindest. Zumindest war es letztes Jahr so. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr immer noch da ist. Sie laufen auch auf Super RTL auf und ab. Weihnachtsmann und Co. KG ist so die Serie, die ich mit der Adventszeit und Weihnachtszeit verbinde. Und die man einfach jedes Jahr sehen muss. Ich habe euch ja vorhin was von VHS-Kassetten erzählt, dass ich Santa Claus als VHS-Kassette geschenkt bekommen habe. Unter anderem habe ich auch den Polar Express als VHS-Kassette damals als Kind geschenkt bekommen. Und ich habe den Film echt gesuchtet und geliebt. Aber ich habe ihn auch wirklich nur so krass gesuchtet, weil ich ihn als VHS-Kassette geschenkt bekommen habe. Und damals gab es diese ganzen Streaming-Dienste nicht. Und man hat den Film geguckt, den man hatte. In dem Fall war es der Polar Express. Ich finde den Film wirklich, wirklich mega cool,
Aber tatsächlich schaue ich ihn nicht jedes Jahr mehr an Weihnachten, sondern eher so jedes zweite, dritte Jahr. Aber er gehört einfach für mich in diese Weihnachtsfilme, Nostalgiefaktor pur, mit rein, weil es ist einfach der Film meiner Kindheit, da ich den irgendwie jedes Jahr gesehen habe, weil ich halt den Film hatte. Und er ist auch wirklich richtig, richtig schön. Schaut ihn euch doch einfach mal an. Was ich tatsächlich auch jedes Jahr an Weihnachten schaue, hat nichts mit Weihnachten zu tun, tatsächlich. Aber diese Filmreihe läuft einfach jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester im Fernseher. Und da ich nicht so der Fernsehermensch bin, aber während Weihnachten, Silvester sehr viel mit meiner Familie rumhänge und die gerne Fernsehen guckt, schauen wir immer Stirb langsam. Denn die läuft einfach jedes Jahr im Fernseher. Und tatsächlich ist es jetzt einfach so eine Tradition bei uns geworden, Stirb langsam zu gucken. Ja, es ist kein klassischer Weihnachtsfilm, aber er läuft halt jedes Jahr an Weihnachten oder an Silvester. Und wenn man ihn nicht schaut, ist es... Ja, das macht man nicht. Man schaut es auf jeden Fall. Es gibt insgesamt 5 Teile. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur 1 oder 2 Teile gesehen. Und letztes Jahr, oh mein Gott, Freunde, letztes Jahr ist einfach der 3. Teil, glaube ich, gelaufen oder sowas. Den kannte ich noch gar nicht. Und ich schaue eigentlich Stirb langsam jedes Jahr. Ja, deshalb, vielleicht kommt ja dieses Jahr Teil 4 oder Teil 5 auch. Und dann würde ich die natürlich auch mal sehen. Denn tatsächlich kenne ich irgendwie nur 1 und 2 und anscheinend jetzt auch 3 oder ich weiß nicht, welche Teile ich kenne. Aber sie sind echt gut und ihr solltet sie echt mal sehen. Mit Bruce Willis, eine richtig coole Filmreihe. Was auch noch auf keinen Fall hier in diesem Video fehlen darf, ist eine Weihnachtsgeschichte. Denn es ist so ein Klassiker, Freunde. Das Original habe ich tatsächlich, ich glaube, noch nie gesehen. Aber eine Weihnachtsgeschichte gibt es in so vielen verschiedenen Varianten. Und ich liebe sie einfach. Ich habe die erste Version von einer Weihnachtsgeschichte mit Mickey Mouse und Donald Duck und sowas gesehen. Und es war so, so schön. Dann hatte ich die zweite Version in Barbie gesehen, in Barbie-Form. Dann mit irgendeiner Mädchen und einer Kuh. Ich weiß nicht, Annas Kuh oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie diese Serie hieß oder dieser Film. Aber das war auch die Weihnachtsgeschichte mit drin und es ist so, so schön. Die Weihnachtsgeschichte ist richtig, richtig schön. Wenn ihr das Original noch nicht gesehen habt, solltet ihr das vielleicht dieses Jahr nachholen. Ich persönlich werde es dieses Jahr nämlich sehen, also die Originalfassung, denn ich habe das immer nur abgewandelt gesehen. Boah, Freunde, ich liebe es einfach. So, so, so schön und herzerwärmend einfach nur. Deshalb, vielleicht ist es ja was für euch oder vielleicht kennt ihr die auch. Gefällt euch das Video eigentlich bis jetzt? Dann hinterlasst doch mal einen Daumen nach oben. Würde mich freuen, dann weiß ich nämlich, dass euch genau solche Formate gefallen und es würden noch mehr davon kommen. Und wie ich euch vorhin schon gesagt habe, auf meinem Discord-Server sind wir mega aktiv und ich habe euch nochmal gefragt, was ihr so schaut. Und unter anderem wurde Grinch genannt. Grinch ist tatsächlich auch ein Film, den ich wirklich gefeiert habe. Aber das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war, als ich in Spanien war. Infokarte dort oben. Ich habe ein ganzes Jahr in Spanien gelebt, vor 2 Jahren. Und habe dort studiert und mein Auslandssemester verbracht. Unter anderem habe ich dort auch ein Praktikum absolviert. Und es war richtig, richtig schön. Weihnachten habe ich dort auch verbracht. Also ich habe wirklich den 24. in Spanien verbracht. Und unter anderem habe ich auch Grinch gesehen. Und tatsächlich die Originalversion, beziehungsweise die aus 1900 XY, fand ich gut, aber ist mir tatsächlich doch ein bisschen Ticken zu alt und ja, war cool. Die Geschichte hat mir echt gut gefallen, aber es gibt ja auch eine neue Version, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich die dieses Jahr auch mal, weil die ganz alte Version fand ich doch ein Ticken zu alt, aber wirklich echt cool. Also von der Storyline mega. Snow Buddies wurde auch genannt, kenne ich persönlich nicht. Prinzessinnentausch habe ich vorhin schon erwähnt. 2. Teil kommt anscheinend dieses Jahr. Werde ich auf jeden Fall reinsuchten. Das Wunder von Manhattan habe ich schon öfter gehört, aber ich glaube, ich kenne es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den Film kenne ich nicht. Tatsächlich Liebe, glaube ich, kenne ich auch nicht. Versprochen ist versprochen. Kein Plan. Wurde auf jeden Fall von euch genannt. Die Weihnachtskarte. No, no, see. Auch noch nie gehört. Weil es dich gibt. A Night Before Christmas. Oh ja, oh ja, den kenne ich. Auch sehr, sehr gut, aber habe ich tatsächlich nicht so häufig gesehen. Aber ist auch gar nicht mal so alt. Deshalb, also es ist noch ziemlich jung. 9 Anführungszeichen. Deshalb hat es bei mir noch keinen Suchtfaktor oder keinen Nostalgiefaktor. Die Geister, die ich rief, habe ich schon mal gehört, habe ich aber auch nicht gesehen. Und für den letzten Film, falls ihr mich bis jetzt noch nicht gesteinigt habt, werdet ihr mich auf jeden Fall steinigen, denn, Freunde, ich habe noch nie Aschenbrödel geguckt. Es tut mir leid, ich weiß, es ist der Weihnachtsklassiker für ganz, ganz viele von euch, aber
tatsächlich, für mich gehört Aschenbrödel irgendwie nicht als Weihnachtsklassiker, weil ich es einfach noch nie gesehen habe. Und Nostalgie hat es für mich deshalb auch nicht, weil ich es einfach noch nie gesehen habe. Genauso wie Sissi liebe ich auch, ja, aber ist für mich auch nicht so das Weihnachtsding schlechthin. The Christmas Chronicles. Steinigt mich bitte nicht. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, aber sie stehen auf jeden Fall auf meiner Liste für diese Adventszeit. Oh mein Gott, Freunde, bitte mich nicht steinigen, okay? Wie ihr merkt, ich habe dieses Jahr noch viel vor. Und ich habe euch lieb. Freunde, hoffentlich war auch was für euch dabei. Hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben, nicht vergessen. Und stay safe, stay positive und stay at home. Freunde, dieses Jahr wird Weihnachten anders. Wir wissen es. An dieser Stelle des Videos möchte ich nochmal an eure Vernunft appellieren. Stay home, stay safe. Meine beste Freundin hat gerade Corona. Ihr geht's nicht so gut. Und stay einfach home, Freunde. Einfach auf euch aufpassen. So wenig Kontakt wie möglich mit anderen. Dieses Weihnachten wird anders. Die Adventszeit wird anders. Aber Freunde, das bedeutet nicht, nur weil es anders ist, dass es schlecht ist. Versucht einfach das Beste aus der Situation zu machen. Hab euch lieb, Freunde. Und wir sehen uns. Mua! Tschüss!